Ach, na das ist ja vielleicht eine Plackerei. Ach Mann, schimpf doch nicht so. Es ist so schönes Wetter. Und die Vöglein singen und die Sonne scheint, ne? Die Sonne lacht uns aus. Und die Vögel bringen mich noch mehr ins Schwitzen. Umgekehrt. Das strengt wirklich an wie blöd. Jetzt geht's da vorne noch bergauf. Alter Miesepeter. Immer wieder lasse ich mich neu überreden. Dieses Geholpere, da verrutscht mir der Helm. Und immer bergauf. Höher. Ach, steil, sage ich. Das gehört dazu. Mal bergauf, mal bergab und mal geradeaus. Du und deine blöden Sprüche. Neunmal klug, was? Ach, wäre ich bloß zu Hause geblieben, da könnte ich in Ruhe vorm Fernseher hocken mit einem Eis in der Hand. Aber nein, ich muss mich ja hier rumplappen. Da, siehst du, sogar eine lahme Schnecke überholt uns. Ey, du glitschiges Vieh, hier ist Überholverbot. Na, zum Glück sieht mich ja hier niemand. Ich stell mir gerade vor, meine ganze Familie würde hier stehen. Peinlich. Was war denn das? Du könntest ruhig auch mal was sagen. Los. Was hast du denn? Ein Tandem ist kein Düsenjäger. Wir kriechen hier stundenlang im Schneckentempo. Ja, wirklich. Mensch, hör mal auf zu meckern. Und? Habe ich etwa keinen Grund? Das war ja deine beknackte Idee. Wenn ich das schon höre, ich habe eine neue Erfindung. Meine Damen und Herren, fahr besser Rad mit dem Quadrat. Blöder Spruch, selten bekloppter Spruch. Das stand aber genauso in der Bastelanleitung, Mann. Aber du hast keine Ahnung, gib's wenigstens zu. Und wenn wir zu Hause sind, biegst du die Räder genauso wieder hin, wie sie vorher waren. Dreieckig, und die Küche räumst du auch auf.